So Leute, willkommen zurück zu Yay Peggle, Yay Pyramid Power. Ja, letztes Mal oder sagen wir mal in den letzten drei Videos, ich habe gedacht, es wären zwei, aber egal, haben wir die ersten zwei Welten geschafft. Ich habe euch ein bisschen was vom Spielaufbau, von der Spielweise her erklärt. Ja, und jetzt geht's halt weiter mit der dritten Welt und ich werde jetzt erstmal jetzt erstmal jede Welt und dann werde ich eine Pause machen. Ja. So dass ich dann so immer ungefähr weiß, wie viele oder wie lange ich brauche für eine Welt. Also für diese zwei Welten habe ich jetzt drei Videos gebraucht. Dreieinhalb ungefähr. Also das ist zweimal 10 Minuten und einmal 7, glaube ich. Also ich nehme das jetzt gerade alles hintereinander auf, deswegen. Habe ich noch nicht fertig durchgeschnitten. Und jetzt seht ihr da, da sind Ecken, Edges oder was auch immer Edges sind, keine Ahnung, Edge. Und die helfen dann halt noch mal extra Sprünge. Oh, oder Free Ball. So. So, wow, Point Boost. Oh, ja, genau, das meine ich. Oh, aber wenn man nicht trifft, ist das auch nicht gut. La 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 la, komm schnell, mach hin. Wow, super long. Long, long. Yo! Und wir haben schon über 3 Millionen Punkte. Die Pyramiden-Power ist für 5 Züge. Miau, das sind eine Menge Züge. Hier, guck mal. Und, yeah, yeah! Vor allem ich immer so, hier, guck mal, ja, wer ist der? Guck mal, ja, ich sechse wieder. Obwohl ich nicht alles. Ich bin kein rechter Sachse. Nee, ich komme wirklich nicht aus Sachsen. Oh, Pyramide. Ach ja, das habe ich sicher jetzt erst. Hier, wenn man sowas mit Zügen hat, sieht man hier oben über der Katze jetzt, wie viele Züge man noch hat. Habe ich jetzt auch erst wieder mitgekriegt. Katzenjammer. Katze. Yeah. Oh. Katze. Du sollst mir doch helfen. Ach du dumme Katze. Wow, ich bin ja schon richtig weit von den Packs her. Oh, yay. Das habe ich gebraucht. Ein Ansporn. Ach, ich krieg's ja gerade nicht gebacken. Ich glaube, jetzt kommen die ersten Probleme. Oh mein Gott. Komm. Yay. So. Ach, meine Güte. Danke. Jetzt noch den hier. Nom. Ey, wer? Ich treffe wahrscheinlich eh wieder die 10, ja, aber klar. Ich habe noch nie die 50.000. Ach, Katzenjammer, echt. Number of above my head. Ja, genau, das habe ich euch gerade eben erklärt. Also, die Nummer über dem Kopf zeigt, wie viele Züge man von dieser Magic Power hat. Das ist halt bei dem Multiball gibt es das nicht. Und bei späteren auch nicht. Ich glaube, bei dem nächsten Typen, den man kriegt, gibt es das auch nicht. Und ich freue mich schon aufs Finale, also ey, das Finale geht so ab. Das kann ich total nicht, weil, also, hab ich's wirklich schon einmal durchgespielt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Kann sein, dass ich schon mal durchgespielt habe. Muss ich nachher mal auf meinem iPod gucken. Kann ich ja eigentlich jetzt gleich gucken, weil der liegt ja hier. Hallo, iPod. Geh an. Ey, da ist ein Apfel. Da ist ein Apfel, Mauge. Ein Augapfel, haha. Achso, der ist Akku alle. Super, geil. Geil, wenn der auf dem Akkuladegerät liegt, aber das Akkuladegerät nicht an den PC angeschlossen ist. Yeah! Oh.
Mann. Apple iPod. So, bum 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 bum, yay! Pop-up-Blöcke. Und nein! Scheiße, ich hab nur noch zwei Bälle. Vielleicht sollte ich mich doch mal ein bisschen anstrengen. Komm! Ja! Das war anstrengend, Buh! Naja, wie soll ich mich bei dem Spiel anstrengen? Das meiste ist, ich will jetzt nicht sagen Glück, aber irgendwie schon. Bitte. Ja, getroffen. Ja, ist mir egal, ob bei 10.000. Komm, ich hab's geschafft. Yeah. Na, komm nach hinten. Och, ja, das ist das Level, wo ich, was ich glaube ich im letzten Video erzählt habe, ich über 125.000 in einem Zug gemacht habe. Obwohl dieses Level auch doof ist. Obwohl hier habe ich. Ich weiß nicht, ob man den Mauszeiger sieht. Ich bin mir nicht sicher. Weil hier wäre es wirklich schön, wenn man den Mauszeiger sieht. Pyramide. Und hier. Danke. Ja, oh. Wie großzügig heute von euch. Meine Güte. Mein Gott. Wahnsinn. Erstmal voll zwischen die durch. Zwischen denen durch, so. Ich bin heute wirklich nicht deutsch. Nachdem meine Deutschlehrerin mich... so eine Hureule. Echt. Aber... das erzähl jetzt mal lieber nicht. Weil dann werden sich wieder Leute denken, erzähl was aus seinem Leben, interessiert mich doch ein Scheißdreck. Komm, erzähl was über das Spiel. Was soll ich denn erzählen über das Spiel? Tolles Spiel. Wirklich ein cooles Spiel. Komm. Yeah. Also das ist wirklich cool mit diesem. Komm. Ach, fuck, das ist schwer. Fuck. Mein Güte. Wahnsinn. Komm. Scheiße.